Ja, guten Abend. Ihr seht hinter mir den Landtag. Ich bin gerade raus hier am Donnerstagabend nach 2 Tagen Landtagsplenarsitzung. Und ich habe mir jetzt nicht ausgedacht, was ich euch erzählen will. Also kein Manuskript oder so. Ich will euch einfach nochmal meine Empfindungen hier mitteilen. Das waren 2 Tage voller Arroganz, 2 Tage voller Ignoranz, 2 Tage voller Realitätsferne. Jetzt zum Schluss gekrönt durch wirkliche Kriegsreden, die fast in einem Wahn, in einem richtigen Kriegswahn abgehalten wurden durch den Abgeordneten Striegel von den Grünen, von der ehemaligen Friedenspartei, der hier vehement mehr Waffenlieferungen forderte für die Ukraine. Also diese Leute, die hier drin sitzen von den Altparteien, die blenden völlig aus die Gefahr, die Helmut Schmidt 2014 schon gesehen hat, eines Dritten Weltkrieges. Die blenden völlig aus, welche Folgen das für unsere Wirtschaft hat. Die Folgen, die übrigens jetzt schon zu spüren sind, die blenden völlig aus, welche Folgen das für unsere Bürger hat. Es wird immer davon geredet, wir müssen Lösungen finden. Es wurde so viel geschwafelt wie nie zuvor. Also ich habe ja in der Migrationskrise schon viel erlebt hier, aber das, was jetzt hier passiert, ist unfassbar. Der Wirtschaftsminister Sven Schulze stellt sich hier hin und sagt, unsere Industrie ist nicht mehr wettbewerbsfähig mit amerikanischem LNG-Gas. Und da stellt sich die Frage, was ist denn die Konsequenz daraus? Ist die Konsequenz jetzt daraus, dass wir auf amerikanisches LNG-Gas dauerhaft umstellen oder wie? Damit unsere Industrie kaputt geht. Ich meine, die Grünen, die wollen das ja. Die haben ja davon geredet, dass wir 50% Energie einsparen müssen. Kostet es, was es wolle. Ja, also klar, wenn wir irgendwann deindustrialisiert sind, dann werden wir diese Ziele erreichen. Aber das ist unser Wohlstand weg. Ich habe auch ganz klar einer Abgeordneten die Frage gestellt, ob das denen völlig scheißegal ist, was die Handwerker hier in unserem Bundesland aufgeschrieben haben. Ja, oder was die Betriebe und Vertretungen und vielen Menschen aus der Wirtschaft, die sich jetzt zusammengeschlossen haben, geäußert haben. Ja? Also diese Forderung, Nord Stream 2 zu öffnen, diese Forderung, Sanktionen zu beenden, das ist ja nicht nur eine Forderung, die wir ja als AfD heute sozusagen beantragt haben und gestern, sondern es ist ja eine Forderung, die mittlerweile aus der breiten Masse des Mittelstandes kommt, aus der breiten Masse der Gesellschaft kommt, aus der Wirtschaft kommt. Und ich will euch nur eins sagen, das spielt für die Politiker hier, die hier regieren, von Linke bis Grüne, SPD, CDU und FDP spielen diese offenen Briefe und klaren Positionierungen überhaupt gar keine Rolle. Ich wollte euch das nur mitteilen. Denn ich rufe euch wirklich alle auf, schaut euch von mir aus die Reden hier des Landesparlaments an, die hier gehalten wurden, am 7. und 8. September 2022. Bildet euch eine Meinung und dann fragt euch vor allem eines, wer euch hier noch vertritt. Fragt euch das bitte wirklich. Ihr habt ja heute gesehen, Sarah Wagenknecht hat auch gefordert, die Sanktionen abzuschaffen. Die wird jetzt massiv angegriffen von den linken Abgeordneten, von ihrer eigenen Partei. Fragt euch bitte, welche Fraktionen im Landtag und im Bundestag euch hier vertreten. Fragt euch das bitte alle. Und geht auf die Straße gegen diesen Wahnsinn, denn wenn wir jetzt hier nicht wirklich langsam in der Breite alle aufwachen, dann endet das ganz böse. Und Helmut Schmidt ist nicht mehr da. Also wie gesagt, das wollte ich euch nur mitteilen und ich muss jetzt gucken, dass ich ein bisschen runterfahre. Es ist einfach unglaublich, was hier passiert ist. Tschüssi, wir sehen uns.